Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Pookie Plays. Und heute, meine lieben Freunde, gibt es nach sehr langer Zeit mal wieder ein Video. Und es gibt ein SBB. Ich glaube, das kam jetzt irgendwie anderthalb bis zwei Monate nicht, weil ich keine Coins hatte, Leute. Jetzt zur Totzeit haben wir WL gegrindet. Ihr habt es wahrscheinlich im Stream gesehen. Jetzt haben wir wieder Coins und wir haben außerdem MVP Team of the Season gezogen. Und um den wird es heute gehen, gegen Cristiano Ronaldo Team of the Season. Und mein Gast Niklas begrüßt mir jetzt auch dann gleichzeitig. Jo, Freunde, was geht ab? Ja, Mann, ich habe schon gesehen, wo du MVP gezogen hast in dem Video. Habe ich mir auch reingezogen. Sehr, sehr heftig, sehr, sehr geil. Ich musste CR7 leider kaufen. Also ich habe nicht so viel Packlack wie du. Bist ja auch EA-Partner, oder bist du EA-Partner? Ey, also wenn man meine... Wenn man meinen Packlack sieht, würde man das denken, aber leider nicht. Okay, dann nicht. Ja, ich muss den auch kaufen und ich würde mal sagen, ich bin heiß auf das SBB und wir können auch direkt anfangen. Ja, ich würde sagen, Freunde, wenn ihr mehr SBB sehen wollt, ihr wisst, bis zum nächsten FIFA, dann sprengt den Like-Button. Ihr müsst ihn dann aber auch wirklich sprengen, Freunde. Und ansonsten streamen wir WL wie immer auf Twitch und ich halte zwei Namen rein. Let's go. Okay, Bro. Auf der linken Seite habe ich einen Portugiesen. Ich habe einen Portugiesen am Start, weil ich in eine andere Liga möchte. Und da habe ich Ricardo Horta Tots am Start. Und auf der rechten Seite habe ich eine coole Futiro-Karte. Das ist nämlich Joe Cole. Okay. Ich habe Sancho und Rashford aufgeschrieben. Ich schaue jetzt mit den Manchester links. Das heißt, du kannst die beiden an der Stelle mal behalten. Ich mache weiter. Das ist ja nice. Und zwar mein linker Stürmer. Ja, das lädt jetzt ein bisschen, Leute, in letzter Zeit. Habe ich Karim Benzema, Team of the Season. Und als rechten Mittelfeldspieler, als rechter Flügel, ist hier am Start Lionel Messi, Team of the Year. Ja. Da darf der erste Spieler gehen. Ich habe schlau gemacht, ich habe Messi aufgeschrieben, weil du hättest ja zwei Möglichkeiten gehabt. Ihn einmal als Stürmer spielen, neben Mbappé, und einmal als rechtes Mittelfeld. Deswegen habe ich nie als rechtes Mittelfeld aufgeschrieben, aber deswegen darf er auch gehen. Sehr, sehr okay, nice. Okay, wer war der andere Spieler? Wer war der andere Spieler? Payet, also da war ich daneben. Aber Frankreich zumindest, also nah dran, aber bringt ja nichts. Okay, aber okay. Ein Bronzespieler auf die rechte Seite bitte, Herr Foki Plays. Ja, können wir machen. Das Ding ist, Freunde, beim Discarden kommen die ganzen Bronze, wie ihr wisst, wieder raus und Messi kann trotzdem discardet werden. Wie? Das, was ist das für eine Regel? Das ist eine ehrenlose Regel, die ich irgendwann mal aufgestellt habe. Da willst du einen Bronze Torwart haben? Ja. Uiuiui, Digga. Ehrenlose Regel. Okay, wir machen weiter bei den nächsten drei Positionen. Let's go. Freunde, zweite Runde. Ich halte mal die ersten Spieler rein, von denen ich denke, die du hast. Das sind die Jungs. Okay. Und ich glaube, den hast du. Okay. Gut, so, Freunde. Also, wir machen mal weiter. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Und zwar ist mein linker Mittelfeldspieler. Also, wir haben jetzt nicht aufgehört, irgendwie teure Sachen dazu nehmen, Freunde, sondern wir machen genau so weiter. Vinicius Headliner habe ich am Start. Und passend dazu in der Mitte haben wir wen? Freunde, wen haben wir da? Ich weiß gerade selber nicht. Wen haben wir da? Tchouaméni. Wir haben Tchouaméni am Start. Und wen noch? Nee, wir haben kein Tchouaméni, Leute. Das ist eine Fake News. Und zwar, ich habe 17.000 Untrade-Karten hier, ZMs, Leute, deswegen komme ich da immer mal wieder durcheinander. Das war eine Fake News. Und zwar habe ich Spinazzola Shapeshifter am Start. Also wenn du auf den gekommen bist, wäre ich auch nicht mehr. Aber da fehlt doch noch einer. Vinicius, Spinazzola und Vinicius. Ach so, stimmt. Da kommt ja noch einer. Das haben wir auch noch vergessen. Freunde, El Sharabi. Ey, ich schwöre auf alles, es gibt keine losteren SBBs als bei mir, glaube ich. Ich vergesse manchmal, dass ich noch einen Spieler reinmachen muss. Ich schreibe zu viele Spieler auf und so. Maximal also, Lost einfach, aber... Ich kann dir sagen, deine Lostigkeit hat dich aber gerade gerettet, weil ich hatte hier Tchouaméni aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, wie du euch gerade abgefeiert habe in der Cam, wo du Tchouaméni gesagt hast. Hazard hab und extra Vinicius. Aber Vinicius darf trotzdem gehen. Bronze LM dahin. Nice! Was ist denn das? Ich werde hier ehrenlos gemacht, Leute, ne? Merkt ihr das? Was ist denn hier los? Naja, so. Okay, gut. Dann halte ich mal rein. Ich werde natürlich niemanden treffen, ist klar. Okay, ich fange an in der Mitte, ist ein Icon. Prime Moments Makalele. RZM ist am Start. Nkunku. Tots. Okay. Und warte, kurz einfügen. Nkunku Tots. Und auf der linken Seite ist mein guter alter Freund. 5 Sterne ist echt eine heftige Karte, Digga. Nani, diese 91er Karte, auch sehr, sehr big. Okay. Ich habe Renato, Bruno und Rui Costa aufgeschrieben. Das heißt, du kannst da bist du voll auf Portugal gegangen und hat sich nicht
gelohnt. Ich dachte mir, dass du eine Icon nimmst irgendwie, weil das so gepasst hat, aber es ist halt schwer, welche Icon, ne? Ja, safe. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter, Freunde. Die nächsten beiden Außenverteidiger sind jetzt dran. So, Freunde, wir machen weiter. Die nächsten beiden Namen sind hier am Start. Ich bin gespannt. Okay, Bro, ich füge mal ein. Auf der rechten Seite ist am Start mein guter alter Freund. Digga, die sind unfassbar teuer geworden, die Karten. Also wirklich teuer für... Also, jetzt nicht so teuer, aber für eine Informkarte ist die behindert teuer. Mounier, das ist mein Greenlink, okay. Den brauche ich für einen Kunku. Und auf der linken Seite bin ich ein bisschen undercover gegangen, weil ich Nani auf Full kriegen musste. Es ist... Wie ist der Mounier ein Greenlink für einen Kunku? Ja, also gelber Link. Aber Makalele hat ja den Greenlink. Ich brauche den noch. Haps heißt der. Das ist von Nani, das ist in seiner Mannschaft. Haps. Okay. Ich habe Guerrero und Sandro aufgeschrieben. Ich dachte mir, vielleicht hast du schon die frische Guerrero-Karte. Okay. Aber, ja, es geht so weiter, Freunde, wie vor 2 Monaten. Ich mache weiter. Rechter Verteidiger ist bei mir einmal Hakimi Team of the Year. Mein linker Verteidiger ist Gülhermi Sitya Team of the Season. Ah, okay, kannst beide spielen. Renan Lodi und Klaus, also... Das hast du gut gemacht, da bin ich nicht drauf gekommen. Okay. Ich habe noch überlegt, Marcelo, ob du Marcelo gehst, aber bist du auch nicht gegangen so. Das war noch meine Überlegung, aber stark gemacht. Und du haust ganz schön auf Kacke, Digga, muss man sagen, ne? Also du haust wirklich auf Kacke. Also geistig. Ja, wir hauen hier auf Kacke, Freunde, das ist das Prinzip. Gut, dann würde ich sagen, letzten 3 Positionen und dann gibt's Golden Goal. Auf geht's. Finale, Freunde. Und ich habe keine Ahnung, wie du die Italiener auf Full bekommen hast. Deswegen habe ich jetzt gehofft, dass du den spielst oder den hier. Und der ist einfach nur random, weil, falls du es doch irgendwie anders löst. Komm, also, ich löse es erstmal mit einer Icon. Und zwar mit Maldini Moments. Mit Smalling Road to the Final. Und im Tor habe ich den guten Maignan Team of the Season. Digga, so leid es mir tut, aber ich habe bei Maldini stehen. Digga, ich weiß nicht. Aber das ist einfach Fischen im Blinden? Nee, Blinden. Digga, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich Maldini getroffen. Chiellini und Donnarumma. Ja, perfekt, Digga. Sehr gut. Ein Bronze-IV da auch noch hin. Aber du bist auch aktuell besser als ich in FIFA, glaube ich, weil du spielst ja noch so auch regelmäßig ganz viel, ne? Auch. Du bist ja du bist offiziell E-Sport. Warte mal. Du spielst doch auch Weekend League. Ich spiele auch nur noch Weekend League. Ja, das stimmt, aber du bist offiziell E-Sportler. Ich nicht, Brudi. Ich bin kein offizieller E-Sportler. Das Ding ist durch. Ich bin Content Creator. Guck mal, das Ding ist, ich bringe jetzt Takahata in die IV und der wird das regeln. Okay. Gut, dann halt ich mal rein hier. Also, LIV ist es. Wo ist der Play? Wo ist er? Da, Lukas wäre. Ach komm, Mann, EA, das lädt wieder Jahre da. Es ist auf jeden Fall Lukas Verissimo in der rechten Innenverteidigung. Es ist Vertonghen. Wenn ich mal finde. In der rechten Innenverteidigung ist es auf jeden Fall Vertonghen. Und im Tor ist es der gute alte Adan. Das ist mein Team. Komplett undercover gegangen. Also ich habe Kalululu, Mukiele meine ich, und Maignan aufgeschrieben. Das heißt, du kannst alle behalten. Okay. GG an dieser Stelle. Gut, Freunde. Dann werden wir heute mal was ausprobieren. Und zwar, jetzt passt auf. Ich habe das dem guten Niklas noch nicht erzählt, aber der wird das jetzt hier neu erfahren. Ich höre auch gerade ganz gespannt zu. Und zwar, ihr könnt gerne eure Meinung dazu auch in die Kommentare schreiben. Und zwar bekomme ich was. Also, wir werden Golden Goal spielen, Niklas. Und der Verlierer, also beim ersten Tor ist direkt vorbei, Leute. Der Verlierer muss 3 Spieler discarden aus dem Team. 3 Spieler. Niklas? Ey, geil, dass du mir das noch... geil, Bruder, dass du mir das auf jeden Fall gesagt. Es muss doch spannend sein. Ja, okay. Also, ich kann ihm das ja nicht schon vorher. Okay, Freunde. Aber sag der Schlau, jetzt, wo es 3-0 für mich steht und der 3-Bronze-Spieler, dass jetzt da 3-Goal. Sagt der Schlau. Ja, also was heißt denn? Also guck mal, ich habe ein IV Bronze, ne? Ein Tor und mein Messi, Vinicius, Maldini, alle kommen wieder rein. Ich habe früh krasses Team und du hast 3 Discards. Also das. Ja. Also wir machen sowieso, ist dein Kanal, wir machen das, was du sagst. Ich hätte auch sagen können jetzt, ich hätte jetzt auch die Regeln, ich habe es davor nicht gesagt, ich hätte jetzt auch sagen können, ey, warte mal, doch nicht und so, weil ich 3 Bronze habe. Aber Freunde, weil wir Eier haben, weil wir da reingehen. Mit Mut habe ich jetzt Niklas eingeladen und wir machen das. Let's go. Okay, Digga. Deine Golden Goal-Regel. Und er doch noch Anstoß, Alter. Unfassbar, ey. Digga, das heißt jetzt von Anfang an hier konzentrieren. Ein Footkeyball nach dem anderen Chat, ich jetzt rein.
diese Fogibälle, ne? Leute schreiben bei mir im Stream sogar, du musst mehr Fogibälle machen. Ich so, halt's Maul, was für Fogibälle, Mann? Die ganze Zeit. Nein! Ich hab das wäre so cool gewesen. Das wäre so cool gewesen. Nein. Nein. Nein! Oh mein Gott. Ich dachte, Musa da unten. Spielt er direkt. Ey, guck mal, das ist geil jetzt. Das Fire G-Scoring, weil es ist von Anfang an spannend. Weil ein Tor entscheidet alles. Ey, der hat direkt ehrenlos über den Bronze gespielt, ne? Wow. Ja, Digga, hä, du machst ehrenlose Backflanken. Was willst du von mir, Digga? Nein. Ja. Cola. Nein. Cola um Leben gekämpft. Was? Was? Nein. Oh mein Gott. Ich wollte schon sagen, ne? Ich wollte schon sagen, krass. Aber da sind wir auf einer. Diese Regel, Digga, ich hasse jetzt schon. Gold, Digga. Gold, ich werde kein Freund mit der Regel, Digga. Ich werde kein Freund. Drei Discards. Und das Ding ist, ich habe eh keinen gesniped bei dir im Team, oder? Nee. Na, das heißt, so Bronze raus, die Stars gibt's eh nicht. Freunde, erstens ist mir nach 2 Monaten, habe ich schön mit meinen Regeln gewonnen. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum Discard. Let's go. Okay, du kannst, ja. Ich habe schon umgestellt. Ach, du hast schon umgestellt? Ich habe schon umgestellt. Ich bin direkt raus, okay, umgestellt. Okay, okay. So. Wenn du jetzt CR7 triffst, dann hasse ich diese Regel und werde nie wieder mit dir aufnehmen. Das wäre so geil, Leute. Ich würde ihm das jetzt so gern, dass man erlöst ist. Warte mal. Okay, Discard. Der war im Sturm. Psychologisch gesehen, Freunde, wird er ihn nicht auf RF oder LF stellen. Okay, er reagiert nicht, schade. Ich nehme mal den linken Flügel. Okay. Den... Ah, ist schwer, Mann. Den... Torwart? Hört sich gut an, Leute. Er hat nichts gesagt. Und den mittleren Stürmer. Oh mein Gott. Oh, ich habe so Angst gehabt, Digga. Diese Regel, die f*** mein Leben. Du hast hab ich nicht, wieder versagt? Nichts. Ja, du hast versagt. Also es ist nicht so krass. Du hast... Cristiano, ich habe alles in die Abwehr gestellt. Alles, was heftig ist, in die Abwehr gestellt. Cristiano Ronaldo, linker Innenverteidiger. Linker Verteidiger Nani, Makalele, Nkunku ZM, alles reingekloppt. Und du hast Meunier getroffen, der kostet 70k, ich mach Schnellverkauf mit denen. Dann hast du Hubs getroffen und du hast, okay, das ist glaube ich gar nicht mal so bad. Du hast den Joe Cole getroffen, der kostet 300.000 Coins. Also du hast einen Discard von 300.000 Coins getroffen, was aktuell ja immer noch sehr, sehr viel sind. Ich glaube, das sind aktuell so 8 Cristiano Ronaldos oder so ein Gold. Also ja. Den hast du getroffen. Mann, wieso treffe ich nie die ganz großen Fische? Ich verstehe das nicht. Aber egal, okay, Freunde, dann gibst du die in der SBC ab, denke ich. Ich habe die alle direkt gequicksaled, weil man kriegt dafür 5k oder... Ich hole die ja nicht wieder. So, ich habe die gequicksaled. Okay. Ich denke, die Leute belieben mich schon. Und wenn nicht, sehen die ja im Stream, dass ich... Wenn ich da jetzt wieder mit irgendwem rumlaufe, dann wäre es ein bisschen komisch. Nein, mache ich natürlich nicht. Ja. Okay, Freunde, dann war's das schon mit dem Video. Sprengt den Like-Button, schreibt mal unten in die Kommentare, wie ihr das mit dem Spiel findet, mit Golden Goal. Digga, ich find's geil, aber es tut auf jeden Fall weh, Digga, am Herzen, wenn man da eigentlich 3 Spieler gesniped hat und der Typ macht einfach ein Tor und das Ding ist durch. Wow. Das stimmt, aber das hat mir jetzt gerade gut gefallen, auf jeden Fall. Wir haben natürlich schon was bei Niklas aufgenommen. Checkt das gerne ab. Lasst doch mal ein Like da, lasst ein Abo da hier und passt euch auch gleich wie so ein Tor rein. Ciao, ciao.